Hey ho, meine Lieben, heute wird nicht gegrillt. Ich eröffne mit diesem Video die neue Playlist Cocktails und Mischgetränke. Es ist soweit, ich habe mal ein paar Sachen dazu schon eingekauft, das zeige ich euch und danach machen wir hier einen Cocktail. Ja, ich habe mal ein bisschen was schon mal ausgedruckt. Eiskaffee mit Erdbeeren und Eierlikör. So heißt auch dieses Video. Und eins vorweg, ich habe mir tiefgefrorenes Obst gekauft. Jawohl. Warum? Weil ich das portionsweise rausnehmen kann. Ich wahrscheinlich bloß alle paar Tage oder so so einen Cocktail machen werde und ich sehe nicht ein, dass ich mal da jetzt zum Beispiel für heute eine Schale Erdbeeren für viel Geld kaufe und die Hälfte brauche ich gar nicht oder müsste ich dann so futtern und da habe ich mir einfach einen Beutel geholt, ein paar Erdbeeren rausgetan und gut ist, den Rest wieder in die Gefriere, kann ich das nächste Mal wiederverwenden. Ja, macht in dem Falle mehr Sinn, wenn natürlich mal Gäste da sind oder so, dann wird für Cocktails natürlich auch frisches Obst verwendet. Gut, in diesem Sinne gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küchenbar. Attacke. Tja, dafür war ich heute extra nach der Arbeit schnell im Action. Da wollte ich oder habe ich mich nach Gläsern umgeschaut und diese wunderbaren Cocktailgläser gesehen. Insgesamt 4 Stück habe ich mir gekauft. 2 Stück für 3 Euro. Also absolut nichts falsch gemacht. Dann so ein paar schöne dicke Silikonstrohhalme. Was anderes kriegt man jetzt mittlerweile nicht mehr. Und auch noch für andere Getränke dann welche aus Edelstahl. Tja, dann räume ich schnell 3 Gläser weg. Tja, für das heutige Getränk brauchen wir definitiv an Zucker, die Erdbeeren, Eierlikör. Original ist das Rezept mit Verporten gemacht. Ich habe ja hier diesen Pott-Eierlikör mit rum. Wird bestimmt auch lecker. Eine Sprühsahne. Mit Gästen frische Sahne machen, ganz klar, für mich alleine ist jetzt so gut und frischer Eiskaffee vom Bärenmarke, ja, ich werfe hier mit Namen heute um mich, aber nichts gesponsert, gar nichts. Ja, und dann für spätere Mischgetränke habe ich hier einen Sauerkirsch Fruchtsaft geholt, einen Birnensaft, einen Bananensaft, eine milde Orange und einen karibische Orange. Jawohl. Aber die Säfte kommen ein anderes Mal so nach und nach zum Einsatz, weil einmal offen muss ich sie auch leer machen. Tja, und jetzt fragt ihr euch, Erdbeeren, kein Mixer? Nein, kein Mixer, kein elektrischer Mixer. Ich mache das heute ganz einfach mit dem Gefu-Teil. In dem Originalrezept haben sie 250 Gramm Erdbeeren verwendet. Ich könnte es eigentlich jetzt fast mitwiegen und runterrechnen. 500 Gramm Erdbeeren, 250 Gramm Zucker. Aber hallo, das Ganze wiege ich jetzt einfach mal schnell auf der Küchenwaage hier. So. Wie viel Erdbeeren haben wir hier? 155 Gramm. Das wären 50, 70, 75 Gramm Zucker in etwa. Ja, anscheinend wirklich eine süße Angelegenheit. Genau richtig für mich.
Dann haben wir hier halt einmal 75 Gramm Zucker dazu. 150, 155, 160, 160, 220, wenn ich richtig gerechnet habe. 60, 70, 60, 40, ja, 230. Oh Mann, ich und rechnen, Kopf rechnen. Leck mich am Ärmel, ist das viel Zucker. Nö, das reicht. Das reicht. Das muss reichen. Hab ich da oben einen Zucker draufgehauen. Das muss reichen, definitiv. Da kriegt man ja einen Zuckerschock. So. Ja, und dann gib ihm. Na, zu einer sämigen Masse haben wir das schon. Ein klein bisschen können wir noch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Jo. Ja, ich bin ja echt gespannt. Allein die Optik ist abenteuerlich, Leute. Erdbeeren, Eierlikör, Eiskaffee und Sahne. Erst einmal ordentlich aufschütteln. So. Leute, jetzt hole ich euch das Glas ein bisschen näher. Ich denke, jetzt wird die Sache noch ein bisschen interessanter zum Angucken. Da füllen wir hier mal ganz vorsichtig ein Eierlikör ein. So, das reicht, sonst bin ich nachher wirklich besoffen. Also auf der Seite sieht es ein bisschen höher aus. Ja. Naja, komm. So. Eiskaffee Cappuccino ist es sogar. Den füllen wir jetzt auch ganz vorsichtig ein. Mal gucken, ob die Sahne noch gut ist. Ja. Tja. Und welchen nehmen wir? Den gelben. Jo. Tja. Jetzt weiß ich, was ich mir noch organisieren wollte. Hohe, lange Löffel werde ich eventuell die Tage noch beim V-Markt schnell holen. Dann bin ich eigentlich relativ gut ausgestattet. Tja Leute, fertig ist mein Eiskaffee mit Erdbeeren und Eierlikör. Tja, eine merkwürdige Kreation, muss ich zugeben. Aber hey, die lasse ich mir jetzt schmecken. Sieht schon irgendwie saukomisch witzig aus.
Er zieht sogar, wenn ich die. Achso, ich habe ihn ja durch und dadurch ist er Eilöcke auch schon ins Schwurheim gekommen. Aber die Mischung? Sehr lecker, durch die Erdbeeren erfrischend, gut gesüßt sind sie definitiv und tja, was soll ich sagen, das war jetzt das erste Video aus der Playlist Cocktails und Mischgetränke und ich hoffe, das kleine Video hat gefallen. Ihr wisst Bescheid, warum ich tiefgefrorenes Obst nehme, wenn ich alleine bin. Und ja, schauen wir mal, was sonst noch für leckere Getränke kommen. Ein paar mit Eierlikör habe ich schon. Da ist, glaube ich, sogar was mit Eierlikör und mit 43 dabei. Den habe ich ja hier. Den habe ich mir auch extra dafür geholt. Und naja, schauen wir mal, was wir noch mit Metaxa anstellen können. Mit Jack vielleicht auch noch. Und dann werden wir sehen. Ich hoffe, es kommt gut an. Schreibt drunter, was ihr davon haltet. Und für dieses Video wenigstens mal ein Däumchen nach oben. Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu meint, was ihr davon haltet. Und ups, ich gehe jetzt genießen. Tschaikowski.